Wie hast du das geschafft, dass die gesagt haben, okay, wir kaufen ein Pferd? Zu einer neuen Folge Ungeschminkt und auch heute haben wir einen lieben Gast da, und zwar die Mia vom Kanal Mias Pferdewelt. Hallo. Du kannst ja mal drüber reden, worüber du so Videos machst und wer du bist. Ja, also hi, ich bin Mia, ich bin 12 Jahre alt und gehe in die 7. Klasse. Oh. Machst du Videos über Hunde? Nee, also ich mache Videos über Pferde und mache zum Beispiel FMAs im Stall oder zeig, was ich eingekauft habe für mein Pferd. Cool. Und ist auch voll interessant wahrscheinlich dann, ne? Ja, cool. Die Zuschauer mögen es auch und mir macht es auch total viel Spaß. Ja. Und ich meine, so ein eigenes Pferd zu haben, ist schon eine echt coole Sache. Das passt nämlich auch zur heutigen Folge, weil es geht um das Thema, mach deinen Traum wahr. War das denn von dir schon immer so ein Traum, ein eigenes Pferd zu haben? Ja, auf jeden Fall. Also seit 2 Jahren ungefähr reite ich halt intensiv und da habe ich jetzt mir eigentlich immer so ein eigenes Pferd gewünscht und habe es auch meinen Eltern erzählt. Und wie hast du das geschafft, dass die gesagt haben, okay, wir kaufen ein Pferd? hinkriegen? Ja, so einfach war es auch gar nicht, weil ich habe halt 2 Jahre jetzt das gesagt, dass ich mir halt ein Pferd wünsche. Und ein eigenes Pferd, das ist ja schon richtig viel Verantwortung. Ja. Aber ich wollte das dann auch irgendwie mit YouTube so zeigen, dass ich dafür kämpfe. Und auch Tipps zum Beispiel mit auf den Weg geben und meinen Eltern dann zeigen, weil mein Ziel war halt immer, mit YouTube vielleicht auch das Pferd halt zu finanzieren. Und habt ihr jetzt auch nochmal so einen Tipp, woher man wirklich weiß, dass es so ein richtiger Traum von einem ist und nicht nur so eine Phase? Ja, also ich wurde zum Beispiel mit 2 zum ersten Mal aufs Pferd gesetzt. Ja, krass. Und seitdem war ich von Pferden halt total fasziniert. Ich mag halt mein Leben lang schon Pferde und ich mochte Pferde einfach voll, weil ich weiß nicht, es ist so groß und man kann es umarmen, man kann halt wirklich mit dem was arbeiten und mit dem Sachen unternehmen. Und das ist wie so ein Freund einfach fürs Leben. Und deswegen richtig süß. Und deswegen ist es halt total schön, weil man, ich weiß nicht, man spürt das irgendwie, dass man Pferde einfach so verliebt. Und ich weiß nicht, ich habe auch immer Pferde gemalt oder von Pferden geschwärmt oder mir Videos nur, Pferdevideos angeschaut. Aber das, finde ich, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Reitet ihr auch oder habt ihr Erfahrungen damit? Weil zum Beispiel, wie ist es bei dir, Kisu? Reitest du oder bist du schon mal geritten? Ich bin einmal auf einem Reiterhof gewesen für eine ganze Woche. Ich habe halt zum Beispiel auch gelernt, wie man voltigiert auf dem Pferd. Oh, cool. Das heißt, so Kunststücke auf dem Pferd machen. Cool. Wie zum Beispiel, wie heißt es, Waage einmal oder auch irgendwie im Stehen Fahne, was. Fahne, glaube ich, auch. Ja. Aber es war sehr anstrengend. Ja. Ich hatte mega Angst gehabt. Das war aber auch nur im Schritt so ganz normal. Ja. Und im Trab habe ich einfach nur so Arme weggehalten und so. Hast du eigentlich Fotos von deinem Pferd oder wie heißt dein Pferd eigentlich? Also mein Pferd heißt Virginia und sie ist halt mega brav. Dann kannst du ja mal Bilder von ihr zeigen. Ja, kann ich machen. Was ist das für eine Rasse? Genie ist ein deutsches Reitpony, also ich nenne sie mal Genie, das ist ihr Spitzname. Ja. Die meisten Pferde. Genau, dann könnt ihr das auch mal sehen. Die meisten Pferde sind mit 5 oder 6 Jahren oder so halt, da testen die Grenzen aus, was sie beim Reiter machen können. Also das heißt, dass die mit den Vorderhufen so hochspringen. Ja. Dann hast du eigentlich so zwei Träume auf einen Schlag sozusagen erfüllen können mit dem YouTube-Kanal und mit deinem eigenen Pferd. Das würde mich eigentlich auch mal interessieren, das könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Wer von euch träumt auch davon, einen eigenen YouTube-Kanal zu haben, weil ich glaube, es gibt super viele Menschen, die das auch so total spannend finden als Thema und gerne YouTuber werden. Genau, und so der erste Schritt sozusagen fehlt. Aber ich glaube, man kann das so alles so ein bisschen auch verallgemeinern, egal ob es jetzt ein eigenes Pferd ist oder YouTube, man sollte auf jeden Fall so an sich glauben. Ja. Ich würde es dir empfehlen, das einfach mal auszutesten, gerade ob man jetzt wirklich unterscheiden will, ist es nur so eine Sache, die ich mal gemacht haben will oder ist es wirklich so ein Traum. Ja. Wenn das so ein Traum von einem ist, finde ich, dann muss man auch bereit sein, dafür hart zu arbeiten. Und auch so Rückschläge anzunehmen. Rückschläge. Genau. Ich finde es halt mega wichtig, dass ihr erkennt bzw. realisiert, dass halt ein Traum nicht einfach mal so gemacht werden kann. Und am besten ihr macht das so, dass ihr das Ganze in kleinen Schritten aufteilt, dass man halt nicht so deprimiert ist, wenn der Traum halt nicht sofort erfüllt wird. Ja, das war ich auch. Ich war halt 2 Jahre irgendwie so, oh Mann, das wird nie passieren. Aber ich
bin halt immer dran geblieben, auch mit YouTube. Da wollte ich das so zeigen. Und meine Eltern haben dann auch gesehen, ja, Mia kämpft ja auch richtig dafür. Und es ist halt schon total schön, wenn es dann auf einmal klappt. Ja. Und ich habe auch mega dolle geweint. Ja. Und was würdest du nochmal so als Abschließendes sagen für alle, die ihren Traum verwirklichen möchten? Ja, also wenn ihr zum Beispiel einen Traum habt, also jetzt auch nicht mit Fern oder so, halt euren Traum, dann gibt's immer irgendjemand, der dann sagt, das ist doch doof, mach das nicht oder so. Ja. Aber da müsst ihr halt einfach nicht dem zuhören, weil wenn ihr das wirklich wollt, dann macht das auch. Und da kann euch jetzt keiner sagen, nee, das ist aber blöd, mach das nicht oder so. Kämpft richtig dafür. Genau. Ja, auf jeden Fall. Weil wenn ihr das richtig wollt, dann macht es auch richtig Spaß. Und dann seid ihr froh, dass ihr nicht auf den anderen gehört habt, der das... Das war voll das schöne abschließende Wort. Ne? Ja. Ja. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer größter Traum ist. Ja. Und nochmal danke, dass du unser Gast warst. Das war wirklich richtig cool. Mies Kanal ist natürlich in der Infobox verlinkt. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Und wir haben auch Snapchat. Da heißen wir bbjankehr.de. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.